So, und willkommen zurück zu einer neuen Folge hier von Cities Skylines. Und ja, ich stelle erstmal die Audio ein bisschen runter. Einfach nur, damit es angenehmer wird. Wir haben in der letzten Folge ordentlich weitergemacht, so kann man es sagen. Wir haben hier so ein bisschen Deko-Zeug gemacht, haben in den letzten drei Folgen hier so ein bisschen aufgebaut, geschaut, was können wir hier für uns erschaffen, was geht nicht. Ne, zum Beispiel hier diese Verbindung zum Hauptbahnhof haben wir hier erstellt, wo die Züge halt ganz angenehm chillig rein und raus können. Haben dann hier halt diesen Taxistand errichtet, plus eine Buslinie direkt vom Hauptbahnhof weg. Ist natürlich alles mega. Problem ist, dass es noch nicht alles so optimiert ist. Ne? Das heißt, wir müssen da ein bisschen noch weitermachen. Irgendwie sieht der Zug komisch aus, aber das habe ich glaube ich schon des Öfteren gesagt. Müssen halt nochmal weitermachen und schauen, dass das halt alles geht. Und ich muss sagen, ich bin eigentlich ganz froh, dass wir jetzt hier diesen, diese Verbindungslinie haben. Weil so können wir endlich mal selber sagen, so, hey geil, wir haben jetzt unsere Linie, da sollen nur Leute von extern rein, beziehungsweise nur die Verbindung zwischen uns und den extern, Entschuldigung. Das ist ganz angenehm eigentlich so, wenn man das so beurteilen darf. Ding ist, wir müssen jetzt hier nur noch alles ausbauen, sodass es halt wieder so ist, wie es sein sollte. Und zwar angenehm, chillig und ziemlich groß. Ja, das ist ja allgemeine Ziel, was man hier verfolgt, wo man sagt, ja, das können wir weitermachen, das ist da, das schaffen wir. Sowas halt, ne. Ist halt ganz angenehm, wenn man sowas macht. Problem ist jetzt hier gerade, müssen die einmal abreißen und neu bauen. Die Frage, wieso? Weil, wenn wir es gerade gemacht hätten, wären da Probleme entstanden nach dem Motto, hey, die Straßenbahn, beziehungsweise die Straße will da nicht mehr richtig und dann hat sich das da irgendwie. Von daher machen wir das einmal so, dann passt sich das. Hier unten hatten wir die Haltestelle, das heißt, hier oben kann dann die nächste hin. Ich mache hier mal einen kurzen Abstecher. Dann kann sie da drehen, dann schicken wir die Straßenbahn halt noch ein, zwei Haltestellen weiter, die sie jetzt hier fahren hätten müssen. Dann ist das auch für die ein bisschen angenehmer, wenn sie noch ein bisschen mehr zu tun haben. Von daher passt das dann alles wunderbar. So, hier unten war Wohngebiet, ne? Ja. Dann ziehen wir das jetzt hier voll und schauen uns das einmal an nach dem Motto, hi, wie sieht's hier aus? Hättet ihr mehr für mich? Hättet ihr nicht mehr für mich? Und sowas. Dann machen wir das so. Ne, da unten bauen wir nichts rein. Das wäre dann auch zu übertrieben, finde ich. So. Dann können wir das hier wieder rausnehmen. Dann machen wir den hier raus. Wir wollen hier nichts Überschüssiges haben. Ja, das sieht gut aus. Ihn dann mal weiterlaufen lassen. Oh, cool. Irgendwie sieht das cool aus mit den Effekten. Aber es ist auch mal was Angenehmes, wenn es da Effekte gibt nach dem Motto, hi, ich bin hier nicht so ein Standardhaus wie sowas hier, weil hier ist ja nichts irgendwie Besonderes. Ja, hat das auch schon mal was, ja. So. Baut sich jetzt hier dann auch bitte die Industrie. Das ist ein Güterzug, ja. Aha. Also mir ist aufgefallen, dass die Züge, die zum Beispiel noch weiter nach intern fahren, nicht mehr allzu viel mitnehmen, als die, die wir damals hatten, nach dem Motto, hi, ich bin da, ich will bitte bis in die Innenstadt rein und schau mal bitte dann. Schau mal da, was es für mich gibt. Kann ich irgendwas mitnehmen, was halt interessant wäre oder nicht? Das ist schon ziemlich wenig geworden, was da irgendwie großartig mitfährt. Von daher weiß ich nicht, ob das jetzt manchmal so eine gute Richtung ist, die wir da haben. Oder ob das einfach nur so nach dem Motto Larifari. So. Sieht irgendwie zu steil aus.
Dann machen wir das hier halt nochmal. So, das sollte jetzt eigentlich keine Probleme darstellen, dieses Konstrukt. Genau, angenehme Fahrt raus. Das heißt, die angenehme Fahrt rein sollte auch gewährleistet sein. Ich mag diese Riesenbahn, ne? Hat so ein bisschen was. Vielleicht sollten wir hier nochmal auf die Concrete Ones umstellen. Die Frage ist jetzt natürlich aus eurer Sicht, wieso? Zack, weil jetzt kann man nämlich hier das so machen, dass wir, weil wir haben ja jetzt ja den Betonboden, sagen, hey, ich will hier noch mehr Beton drin haben, dann bauen wir halt mal so ein bisschen Beton weiter aus und wir setzen dann einfach hier diese Platten hin. Na, das ist ja mal was ganz Angenehmes. Hat halt was, dann guckt halt nicht mehr das Gras zwischendurch. Natürlich hätte man jetzt auch sagen können, wir nehmen das hier. Obwohl das eigentlich auch eine coole Alternative ist. Schwenken wir doch wieder zurück. Das wäre ein bisschen zu heftig da. Und dann Gravier. Und Grass hört sich auch witzig an. Was passiert denn, wenn ich jetzt hier sage, on Gravel? So. Und Gravel. So. Zack. Ah, da oben habe ich eins vergessen. Zack. 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 All Gravel. Jawohl. So ist es okay. Jetzt machen wir das noch hier hinten. Et voilà. Jetzt halt diese riesen Gravelplatte hier rein. Zack. Die Vierer. Zack, 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 zack. Fertig. So. Das passt. Das ist alles ganz okay. Muss ich mich mal kurz muten. So, weil irgendwie meine Nase eben gerade nicht so ganz wollte. So. Ja, das haben wir. Alter! Ich hab's gerade auch mit dem Niesen. Also irgendwas ist wieder in der Luft, das merke ich. So. Erstmal was getrunken, Nase geputzt und dreimal genießt. Passt.
Genau, jetzt konzentrieren wir uns mal hier hinten drauf. Hier hatten wir ja noch so ein bisschen ausgebaut in der letzten Folge. Ja, da haben wir ja hier diese Wendeschleife gebaut. Haben halt hier so ein bisschen das hochwachsen lassen. Jetzt sieht man auch so langsam die leichten Züge so von der Großstadt, so nach dem Motto: Hi, ich bin groß, ich möchte hier wohnen, bitte lass mich. Ja. Ist halt ganz angenehm. Was wir auch machen könnten, wäre diesen Teil hier nochmal anzuschauen und sagen: Hey, wir bauen die Autobahn hier nochmal neu, weil irgendwie, sagen wir es wie es ist, ist es nicht das Beste. Ne? Wir wollen ja natürlich nur das Beste für unsere Einwohner hier. Ey. Ist das dein Ernst? Jetzt muss ich hier diese Mauer auftrennen, damit ich hier die Autobahn setzen darf. Die haben aber beide diesen Hügel drin. Interessant. Naja, okay. Dann kann man das auch ganz normal machen. Wenn die das eh hier haben, dann machen wir das wieder zu. Dann ziehen wir. Komm, Tool, lade. Ziehen wir hier halt den Weg durch. Dann ist das leider so. Das war nämlich zu weit, was wir da weg hatten. Dann nochmal den Versuch. Zack. Ja, okay. Das müssen wir dann leider so lassen. Schade. Hätte ja auch zu einfach sein können. Nach dem Motto: Hey, Daniel, probier mal aus. Geht eh nicht. Also. Von daher ist das ja gar nicht so schlecht. Genau, hier unten haben sich die voll gebaut. Jetzt warten wir nur noch auf Einwohner wieder. Das ist ja auch wieder so eine Sache nach dem Motto: Wann kommen die Einwohner, wann kommt dieses, wann kommt jenes. Da müssen wir leider warten und abwägen, inwiefern wir warten können, ne? Ist ja auch immer so die Sache, zu schauen: Ja, hier brauchen wir 3 Jahre, hier brauchen wir 10 Monate. Hm. Denkt man sich natürlich auch so: Nehmen wir doch die 10 Monate statt der 3 Jahre. Und naja, ist das immer so die Frage. Die Frage, was man da macht und wie man da vorgeht. Ob man es so nimmt, wie es ist. Oder ob man sagt: Nee, wir brauchen die unbedingt ganz dringend und bauen das einfach mal. Ne? Ist ja auch immer so die Frage. Ich mute mich nochmal ganz kurz. So, ist ja auch immer so die Frage, was wir hier machen, ne? Weil hier sieht zum Beispiel Nathan auf Worker. Ist ja auch immer so die Frage: Inwiefern hat das Auswirkungen auf uns? Wie können wir das besser machen? Und all sowas, ne? Wir nehmen mal wieder die Grundschule da unter. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Alternative derzeit. Weil Bildung ist ja auch so eine Sache, da wo wir mal drauf achten müssen, denn, es gibt ja nicht in allen Ecken, die wir hier haben, leider bislang so ein gutes Bildungssystem. Na, ihr wisst selber, dass wir hier des Öfteren mal ja nachrüsten müssen, tun. Von allen Bildungsecken. Natürlich sieht es jetzt gerade relativ gut aus. Hier unten ist noch das Problem, dass da noch nicht genug gebildet wird. Hier haben wir aber noch Platz, genau wie hier und in der da vorne auch. Ja, ein bisschen ist noch Platz. Also die Leute müssten theoretisch nur einziehen. So. Da haben wir eigentlich mal wieder was Neues für Rico.
Plattenbau. Okay. Okay, das ist natürlich dann schon was. Wartet mal. Aha, cool. Das heißt, aufgrund von Wohnern XY haben wir da schon ein dickes Haus gebaut. Das ist... So kann man natürlich auch das Spiel austricksen, ne? Was ist das hier? Ach du Scheiße. What the fuck? Was ist denn das? Hilton. Ist das echt so groß? Das haben wir hinten am Flughafen. Das glaube ich auch. Das auch. Das haben wir glaube ich noch nirgends. Das wäre zum Beispiel nochmal eine Sache, die wir hier irgendwo reinsetzen können. Wo noch nicht so viel ist. Ich glaube, hier hinten ist das auch so ein bisschen falsch von der Kategorie angesiedelt. So. Schauen wir uns das einfach mal an, wie das aussieht, wenn hier auch ein bisschen Elektrizität hingelangt. Genau, da haben wir jetzt ja alles. Komm, schalte um. Du hast jetzt Elektrizität. Haben wir auch noch ein bisschen. Ja, die mehr kann da nicht rum. Hier unten brauchen wir noch mal kurz ein bisschen. So, wir haben 0 von 25 LKWs im Einsatz. Natürlich eine sehr, sehr gute Mischung. So. Genau, dann haben wir hier erstmal so ein bisschen dafür gesorgt, dass hier auch der Verkehr lang kommt. Sie sind ja eben zu schnell gewesen, der eine LKW. Ich frage, glaube ich, erst gar nicht weiter. Ich frage erst nicht weiter. So, genau, jetzt haben wir das. Eigentlich wollte ich jetzt hier vorhin, wieso ich die Brücke neu gebaut habe. Ich wollte ja hier so fein sein und sagen: Hey, wir machen hier mal was ganz und komisches. Hä? Wieso gehen wir denn hier aus mit einer Brücke? Ich frage erst gar nicht weiter. So. Ah ja, die nutzen ja auch die Hauptverbindung. Cool, weil die gerade keine andere Auffahrt haben. Das ist natürlich cool zu berücksichtigen. Da sollten wir des Öfteren mal schauen, dass wir sowas eventuell hinkriegen. Der ist falsch. Der ist, glaube ich, ein bisschen zu steil da reingegangen. Falsche Tool. Irgendwie hat es was, aber irgendwie sieht das dann auch wieder so aus, als nee, ich habe keinen Bock.
Das würde gehen. Dann noch mal einen Tucken mehr. Okay, schade. Leider nicht so ganz der Fall, den ich haben wollte. So ist aber ganz okay. Mit dem, was wir hier haben. Die Frage ist nur, kann man das hier irgendwie so machen, dass das hier ein bisschen besser aussieht? So, das ist doch okay. So kann ich denn jetzt hier nicht... ...60. Dann haben sie da wenigstens noch so ein bisschen Tempo, was sie beibehalten können. Genau. Die Frage ist, lassen wir die Ampel hier drinnen, reißen wir die ab? Das ist nämlich noch so jetzt die Frage, denn Ampeln, wissen wir ja, verlangsamen den Verkehr so ziemlich, sorgen für Staus und andere blöde Punkte, die leider des Öfteren mal auftreten. So. Dann machen wir den hier so. Ja, die ist natürlich noch falsch rum. So. Dann... Können wir hier nicht noch die etwas größere? So. Also für die unten sieht das angenehm aus. Für die oberen... Da sieht das wieder besser aus. Ich glaube, wir lassen das mal so. Müssen wir mal schauen, was wir hier mitmachen. Ob wir hier vielleicht einen Wanderweg oder sowas rüberlegen. Ja, auch noch was, weil wir brauchen ja auch mal wieder einen Fahrradweg oder so, der darüber geht. So. Und den dann hier. Können wir den jetzt hier und... Zack. Jetzt ist natürlich hier die Frage echt, wo wir hier lang gehen. Machen wir hier echt eine Strecke geradeaus durch. Hey.
Wo ist denn jetzt unsere 180 Grad? 182 ist ja auch noch okay. So. Genau, dann haben wir hier den einen Weg. Machen wir das auch einfach so, dass wir dann zum Beispiel hier noch den Gang runter haben oder so. Damit es halt so wirkt, als wenn das hier so eine Aufsplittung oder sowas wäre. Genau, das sieht ja, hat ja auch was. Problem ist nur, dass hier nicht unbedingt die größeren Schiffe durchkommen, die zum Beispiel hier hinten stehen. Aber das ist ja auch gerade mal nebensächlich. Oh, hier stehen mal Taxen drin. Ich glaub's nicht. Die haben hier echt Taxis. Vor allem von den Taxis. What the fuck? Hier hinten steht einer, der eigentlich da oben, also hier oben steht einer, der eigentlich hier unten sein Taxidepot hat. Auch nicht schlecht. Like. So. Dann bauen wir das hier nochmal aus. Da wir eh schon dabei sind, macht das nichts. So. So. Zack. Zack, zack. So. Alter. Wartet mal, wie viele Gebiete sind das, die wir hier schon haben? So ungefähr 3x3 haben wir eigentlich. Ich habe jetzt nur mal so über Erkannte gerechnet, das heißt, wir haben noch so ein bisschen mehr Platz. So das Dreifache, was wir hier noch vollbauen können. Oder wo wir noch die Chance hätten, das zu benutzen. Formulieren wir es anders. Das heißt, wir können hier doch echt noch ein bisschen was anstellen mit dem Gebiet. Ja, dann graden wir den nochmal ab. Dann haben wir nämlich das hier. Dann haben wir hier auch eine normale Verbindung. Können wir hier hinten die Ampel entfernen. Dann schmeißen wir... Nee, die lassen wir mal drin. Aber hier machen wir dann die Brücke eine Version stärker. Genau wie hier unten den Teil. So, damit sich dann auch nicht zu viel staut. Machen wir hier sogar drei Wege. Dann sollten sie sich besser aufteilen, damit das hier auch läuft. So. Zack, zack, zack. Und zack, und dann machen wir den auf die und den auf den. Das heißt, da sind wir gar nicht so schlecht bedient. Wenn wir da jetzt abwarten und dann mal schauen, dass die neuen Fahrzeuge da sind, dann sollte man das ganz gut sehen können, was ich ja mit dem Phänomen meine. Genau, das haben wir hier unten. Ja, hier oben ist die Auffahrt. Ich glaube, das lassen wir dann hier auch. Da bauen wir keine Auffahrt nochmal zwischen. Das sollte passen. Und hier hinten... Ja, ist halt die Frage, schließen wir uns hier drüben mit an? Machen wir es nicht? Ja, weil es gibt ja immer seine Vor- und Nachteile bei solchen Aktionen. Und in dem Fall wäre das so eine nach dem Motto... Hey, ich habe gesehen, ich habe da eine Verbindung. Bitte mach doch mal nochmal, ne? Da haben wir zum Beispiel 12.
Overlap. Auf wie hoch 21 ist der? So. Zack. Das heißt, hier hätten wir nochmal die Möglichkeit, eine Ebene mehr auszubauen. Dann machen wir das doch hier ganz, ganz easy. Sagen dann statt hier oben, ich bleib hier. Ich habe das eben nochmal gekürzt. Sagen wir halt, ach, ja. Ne, eigentlich will ich das ja gar nicht. Eigentlich will ich ja hier bleiben und so. Könnte sogar was werden, wenn wir das ein bisschen gerade machen. Das heißt, so könnte das echt gut aussehen. Natürlich, die Straße verschwindet dann noch, aber so hat das schon was. So, hier gehen wir dann mal da drauf. Genau, das sieht ja eigentlich ganz okay aus. Ja, ich finde, das ist ausreichend. Hier haben wir nämlich auch ganz viel zu tun. Traffic Light nehmen wir hier raus. Da unten lassen wir die drinne. Das Problem stellt in dem Fall die Kreuzung hier oben da. Ne? Dann machen wir das doch einfach so, dass wir hier auf eine Ebene größer noch wechseln. Und dann machen wir hier auch noch mal als die letzte Tat für diese heutige Folge diese Verlängerung hier rein. Damit wir dann hier einfach sagen können, hey, fahrt doch nicht mehr so komisch da weiter. Ist doch alles ganz okay. Die sehen alle so blöd aus. Nehmen wir das so. Na, dann haben wir hier oben auch noch die Ausfahrt. So. Passt das? Das passt. Ich glaube, so kann man das dann auch lassen und einfach mal wachsen lassen. Ne? Ist ja immer die mögliche Frage, so, ja, bringt das was für uns, bringt es nicht zu uns, inwiefern hat es halt einen Vorteil, inwiefern ist es ein Nachteil, von daher ist das ganz gut, wenn wir das hier so haben. Und daher würde ich auch sagen, was ist das für diese Folge, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wir sehen uns morgen um 12 Uhr wieder, haut rein, bis dann und ciao.